Hi, mein Name ist Jürgen Herold. Wir sind hier auf der Frankfurter Allee in meiner Wahlheimat, dem wunderschönen Berlin. Und für mein Floral Street Art Projekt habe ich eine Blumenparade für die alte Paradestraße der DDR, die Frankfurter Allee, erstellt. Mit natürlich dem prominentesten Gast dieser Paradestraße, der Roten Nelke. Hallo, mein Name ist Andrea Biedermann. Wir befinden uns hier an der Oberbaumbrücke, die Friedrichshain und Kreuzberg verbindet. Ich habe für mein Floral Street Art Projekt mir einen Tropfen ausgedacht, der aus Delphiniumblüten besteht. Dieser Tropfen soll das Wasser widerspiegeln, was die Berliner so lieben. Hallo, ich bin Steffi Dix aus Berlin, Floristmeisterin und stehe hier vor meiner Floral Street Art Arbeit zum Thema Plakatschichtung, wie man sie überall an Berliner Säulen und Laternen findet. Und gefüllt ist das Ganze mit frischen, sommerlichen Blumen, passend zum Wetter. Hi, mein Name ist Dani Eschenbüscher, ich bin Floristin, arbeite für die Firma Blooms. Wir sind hier in Berlin an der East Side Gallery. Ich habe für das Floral Street Art Projekt mit vielen Freunden 6 bunte Reifen gefertigt, die wir durch Berlin gerollt haben. Und ich wollte einfach mal damit zeigen, dass die Blume noch mehr sein kann als der bunte Strauß im Blumenladen. Thank you.
Boop boop.